Star Wars ist da. Hallo ihr Star Wars Fans, 100% begeisterte Star Wars Fans. Wir sind mal wieder online und stellen die Frage. Ich frage euch, euer Captain Rex aus Rebels, bald zu kaufen im November. Am 8. November kann man Rebels kaufen, sind noch ein paar Tage. Dann haben wir alle vier Staffeln zusammen und wissen dann auch, ne, er ist ja nochmal gestorben dort und aufgetaucht ist er bei Solo. Ich hatte heute wieder Besuch, der war leider wieder fix weg, weil irgendwas stimmt halt nicht mit Star Wars. Er hat also auch ein bisschen Ärger beim Einkaufen von Star Wars, weil es gibt ja Firmen, da muss man im Voraus einzahlen. Habe ich auch gerade gemacht. Ich habe gerade einen Kunden gehabt, der den Palpatine haben will, 1 zu 10 von Kabukiya. Artfix habe ich bestellt, bekommt er auch. Können wir mal gucken hier, ob das Teil schon unterwegs ist, weil der Kunde guckt ja auch die Sendung. Ich schaue mal eben, na, also Mittwoch soll es eintreffen und ich hoffe, das wird auch so geschehen. So, schauen wir mal. Also, Zustellung Mittwoch bleibt, die Verfolgung ist am Laufen. Ist heute bestellt, arbeiten daran. Ich mache mir auch so ein Bildchen. Sir Palpatine mit seiner Garde soll Mittwoch kommen, dann wird es auch Mittwoch kommen. So, wie gesagt, das Geld wurde eingezahlt, der Kunde kann es sich abholen. So, warum frage ich? Warum frage ich? Ja, warum frage ich denn? Er hat einen Grund. Also überwiegend die Star Wars Fans hier, Kunden, sind negativ eingestellt zu Resistance und ich weiß nicht warum. Resistance ist nun mal eine Zeichnung, es ist auch ziemlich lustig gehalten und es ist auch ziemlich früh im Fernsehen. 9:20 Uhr läuft Resistance, ja, ich meine, er ist ein Pilot, er ist halt ein Pilot, aber irgendwie zu jung oder so, keine Ahnung, man kann es ja nicht feststellen, wie jung er ist. Jedenfalls, Poe Dameron will ihn haben, Punkt fertig aus, der setzt sich für ihn ein, er will ihn haben. Er landet mit ihm auf dem Planeten und schon fragt jemand ihn, wer bist du, er ist Pilot und schon geht's los. Der beste Pilot, der absolut beste Pilot, Wahnsinnspilot etc. pp. So, das kann man jetzt hinnehmen, wie man möchte. Er war auch ziemlich wissbegierig zu wissen, was macht Poe Dameron mit Leia Organa. Ja, General Leia, so wird sie auch vorgestellt. Also, der erste Teil, der bei XD gelaufen war, wurde natürlich auch zwischendurch unterbrochen, was ich also auch nicht so, er lief also nicht durch, da wurde Werbung gemacht und dann lief es weiter, aber soll mir egal sein, ich werde die Sachen aufzeichnen und irgendwie werde ich die auch irgendwie bekommen, dass ich daraus was machen kann und ich denke mir da was aus, vielleicht auch für den BDFA, das ist so ein Filmclub, dass man da vielleicht mal was mit Star Wars macht und dort einreicht. Mal schauen, als Star Wars Fan machen wir einen Film über einen Star Wars Fan und steigen dann ein und geben den dann auf die Reise. Müssen wir mal schauen. Aber das hat jetzt hier bei den Star Wars Freunden nichts zu suchen. Und ja, er hier ist ja aufgelaufen. Er ist ja aufgelaufen bei Han Solo, der Film. Zu Hause war es länger, im Film selbst war kürzer. Im Kino 4K 3D, das hat irgendwie gewirkt. Alle, auch der Kollege, der heute da war. Es tut mir natürlich leid, dass er jetzt mit so einem Händler da Ärger hat. Es gibt nur mal einen SW Black Serie Händler da, der da Sachen in die, da kann man einkaufen. Und wenn man da, muss man in die Vorkasse, wenn man da ein bisschen Ärger hat, passiert schon mal, kennen wir. Wir haben jeden Tag damit zu tun. Aber wir bleiben jetzt mal bei Resistance. Ich mache jetzt hier keine 20-Minuten-Clip, sondern kurz und bündig. Die Frage lautet wirklich, warum mögt ihr Resistance nicht? Also, ist auch Star Wars. Ne? Ja, ihr fragt mich, warum ich frage. Ganz einfach, weil die Kunden hier reinkommen und sagen, nee, auch zu der Ware. Bleh. So, das sind ausgelesene Sachen. Gut, billig sind sie nicht. Ich meine, Palpatine für 161 Euro... Kabukiya ist nicht gerade billig. Ja, der junge Mann wird 18, die Mama hat 161 Euro auf den Tisch gelegt. Ich habe es eben ganz schnell eingezahlt, damit der junge Mann seine Ware bekommt. Seinen Palpatine
mit der Ehrengarde von Kabukiya in 1 zu 10. So, hat er sich gewünscht, wollte unbedingt haben, bekommt er, Feierabend. So, andere habe ich auch da, aber dieser Herr hier kostet ja ein bisschen mehr im Einkauf, auch bei Kabukiya. Artefix. Artefix ist nicht günstig und gab auch nur einmal. Also nochmal kann ich ihn nicht bestellen. Ich kann auch nicht vorführen hier. Wie gesagt, die Star Wars Show in dem Sinne läuft ja im Moment nicht. Wir werden halt den Falken bald bauen können. Wir sind jetzt schon bei 70. Es fehlen noch 30 Tüten, dann können wir anfangen oder ich fange selbst an. Vielleicht mache ich daraus einen tollen Film. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich Interesse da beim BDFA was einzureichen, um damit irgendwie so mal Star Wars da reinzubringen. Auch den Star Wars Club sozusagen reinzubringen oder gegen die Eisenbahn über und bringen von der Eisenbahn etwas. So, hier sind nochmal reichlich viele Clubs. Im Moment kollidieren die ein bisschen, merkt ihr auch in meinem Dialog. Aber ich frage jetzt einfach nur in dieser Star Wars Welcome to the Star Wars Show, die an sich jetzt keine ist. Müsst ihr mir entschuldigen. Die kommt leider erst in einem Jahr wieder, wenn Disney da wieder loslegt. Also ich wiederhole mich, Disney ist nicht Lucas. Punkt. Der Sound ist ein anderer. Doppelpunkt. Ja? Das, was dargestellt wird, ist zwar im Mantel des Star Wars, aber ist nicht Star Wars. Man kann natürlich Star Wars in einem gewissen Alter kleben bleiben. 4, 5 und 6, Ende. Andere sind ja noch lieb und nett, sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Andere gibt es mittlerweile auch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stopp, Rogue One, 4, 5, 6, ja. Und andere, ja, 7, 8, 9 nehmen wir noch mit, sind wir aber nicht so konform mit. So, das ist hier vor Ort, das finde ich also das Geniale daran, dass wir hier einen lebendigen, analogen Star Wars Fanclub haben. Dass wir hier einen analogen Star Wars Stammtisch haben. Dass wir, wie gesagt, noch einmal Filmclub haben und auf der anderen Seite noch einen Eisenbahn-Filmclub und auf der anderen Seite natürlich Star Wars Filmclub. Kann das schon mal, wie gesagt, kollidieren. Aber meistens habe ich die Videoclips ja so ausgewogen. Natürlich würde ich sehr gerne eine Art Online-Club machen, wo jeder rein und so, ist aber sehr schwierig, weil da ziemlich viel los ist. Ja, genau. Schönen Feierabend wurde mir so eben gewünscht. Und das ist okay so. Ja. Schönen Feierabend. Bis später. Genau. So, ich mache jetzt auch Feierabend. Wie gesagt, Star Wars schön und gut. Star Wars irgendwie, schauen wir mal. Gerade eben noch einen Bericht über Poe Dameron gelesen, den Darsteller David da. Er sagt, wir dürfen endlich selber handeln, selber. Also ist flüssiger, ist liebevoller, ist lustiger. Ist nicht mehr so steif. Oha, ändert sich da was bei Episode 9? Also die Darsteller dürfen sich selbst einbringen, es wird übernommen, es ist nicht so steif. Will man also mit E9 das ganze 7-8 Gedöns retten, vor allen Dingen Han Solo retten, will man es retten? Baut man vielleicht Han Solo noch als Geistwesen ein? Wer weiß, glaube ich nicht, wird auch nicht geschehen. Ich gehe da nochmal eben hin zu unserem Club. So. Unser Star Wars begeisterte 100% Club. Meine lieben Freunde, wie gesagt, von Alexander Meinhardt, der hat da den Link eingesetzt hier aus dem PC Games Bereich. Im PC Games Bereich, also Star Wars Exil, Oscar Isaac spricht von mehr Improvisation als bei den beiden Vorgängern. Sie dürfen endlich tun und lassen, was die wollen. Und das hört sich auf eine Art gut an. Also, die Euphorie kommt so langsam wieder, die steigt so langsam wieder und ich frage euch trotzdem, warum mögt ihr Resistance nicht? Also ich schaue mir alles an, schaue mir auch Resistance an. Ich habe natürlich sehr viel zu tun, dass ich mir das antue, mir um 7 Uhr da Resistance anzuschauen, auf dem Sonntag, das geht, das ist der einzige Ruhetag, den ich nur habe. Und
sonst schaffe ich das nicht. 9.20 Uhr geht nicht, an sich habe ich den Job auf. Ja? Star Wars Club, Eisenbahn, Filmclub, treffen wir uns ja meistens samstags. Und jetzt haben wir den AV-Dialog. AV-Dialog, das ist so für Fotografen und das Ganze. Und vielleicht kann man da super schöne Fotos, Fotosession von Star Wars. Vor allen Dingen, ja, Rupert. Rupert und seine Bilder. Rupert ist ja Künstler, der macht ja Art, Kunst. Also, ja, und da könnte man auch eine tolle Geschichte machen. Ich muss mal mit allen reden. Also, ich werde euch mal anschreiben und reden, was wir da ins Leben rufen können. Ab 2019 als Admin ist für alles schön und gut. Als President des Clubs hat man viel zu tun. Nein, das ist alles Quatsch. So, online sind wir alle gleich und das bleibt auch so. Also noch einmal, frag mich bitte nicht, warum fragst du? Ganz einfach, weil die Kunden mit Resistance nichts anfangen können. So, und wenn ihr genau hinschaut bei Facebook und bei der Gruppe und seht, wie die Leute schreiben, dass sie auch hier geschrieben haben, ich kann mich damit nicht anfreunden, ja, das ist eben so. Und da gibt es jetzt auch schon Star Trooper, wo der Alien rauskommt. Ne? So, die offene Diskussion klappt nicht. Wo läuft das? Siehst du, wo läuft das? Weiß auch gar keiner, wo Resistance läuft. Jetzt gebe ich ihm gerade mal die Antwort. Bei Disney XD. Disney XD. Jetzt erschreckt er sich um 7 Uhr morgens und 29 Uhr. Ja. So, wie gesagt. So, läuft bei Disney XD. Und dann kann ich ihm noch drunter schreiben hier. Und es läuft bald auch bei Disney Channel. Na? So. So, ist die Frage auch beantwortet. Wo läuft überhaupt Resistance? Ich gehe mal hier rüber, damit ihr hinten auch ihr Resistance sehen könnt. Also warum frage ich? Ich frage, weil ich wissen möchte, warum ihr das nicht mögt. Ich bin doch so alt, ich dürfte das nicht mögen. Ja, ich dürfte das nicht mögen. Ja, Spielzeug nehme ich mir in meinem Alter nicht mehr in die Hand. Ja? Aber das ist totaler Quatsch bei Star Wars. Ihr wisst ja. Der andere ist 20 Jahre älter wie ich, der die sogenannte Star Wars Range hat. Also nicht die Star Wars Range von Sir Lucas, nein. Er selbst hat eine Range, wo er die ganzen Sachen unterbringt von Star Wars und der ist 20 Jahre älter. Um das mal klarzustellen. Also an sich, wir sind jung geblieben, 41 Jahre Star Wars und wir sammeln Figuren von Sideshow, Kabukiya und haben die Artkünstler hier. Den Rupert aus Nürnberg, der das da in der Art Galerie aufstellt, ja, und auch solche Bilder da malt. Das ist jetzt unser Plakat. Ja, offene Diskussion, bitte beteiligt euch an dieser offenen Diskussion. Wieso mögt ihr Star Wars Resistance nicht? Ich würde mich gerne freuen, wenn ihr mitmacht. Macht einfach mal mit, ja, warum mögt ihr das nicht?